Nächste Rednerin ist die Seniorensprecherin der ÖVP, Gertrude Aubauer. Mein Vorredner hat es ja schon sehr eindringlich auch geschildert, wie es vielen von uns geht, wie es vielen von uns schon gegangen ist. Der Zug ist verspätet, der Flug fällt aus, der Bus kommt nicht planmäßig oder andere Ärgernisse. Und wie kommt dann der Passagier zu seinem Recht? Das Erfreuliche ist, künftig wird das auch schneller gelingen und vermutlich auch mit weniger Ärger für uns alle. Wir sind ja im Ausschuss von der Frage ausgegangen, was nützt den Menschen? Und wenn eine Reise nicht so funktioniert hat und man sich beschweren will, wie kann das funktionieren, ohne zu Gericht zu gehen? Und dazu gibt es eben diese neue, unabhängige, einheitliche Schlichtungsstelle. Zur Kritik der Opposition. Ja, es soll das Kunststück gelingen, mehr Rechte für Passagiere, weniger Bürokratie und es sollen auch noch die Kosten sinken, weil man sich eben teure Verfahren bei Gericht ersparen kann. Die Erfolgsquote bei Schlichtungsstellen ist ja sehr hoch. Ungefähr 90% der Verfahren werden positiv abgeschlossen. Herr Minister, mit Beginn der Hauptreisezeit soll diese neue Stelle ja zur Verfügung stehen und Sie werden uns sicher dann bekannt geben, wo und wie das erreichbar ist und das auch bewerben, sodass viele dies nutzen können. Als Seniorenvertreterin sind mir Verbesserungen vor allem für ältere Konsumenten sehr wichtig und wir haben uns gefragt, was brauchen denn die Älteren? Sie wollen mobil sein in jedem Alter. Ganz wichtig, da besteht dieser Wunsch, die Seniorinnen wollen sich die Mobilität erhalten für die Lebensqualität im Alter, für selbstbestimmte Lebensführung und auch für die soziale Integration. Was heißt das für uns Politiker? Egal, wo man wohnt, ob in einer Stadt oder im ländlichen Raum, es muss öffentliche Mobilitätsangebote geben. Einige Gemeinden bieten ja heute schon Seniorentaxis oder andere Angebote. Das heißt, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Die Gruppe der Älteren wächst. Das heißt, wir sollten dies auch zunehmend berücksichtigen. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Konsumenten wollen mobil sein in jedem Alter, betont Gertrude Aubauer, die Seniorensprecherin der ÖVP.